Andernfalls finde ich aber in Super Mario Bros. Super Mario 3D Land richtig, richtig gut. Grund dafür ist einfach mal, er gleitet. Er lässt einen gleiten. Das kann zu verbesserten Sprüngen führen. Diese Sprünge sind in diesem Moment echt genial gesetzt worden. Da man echt in diesem Moment diese Sprünge wirklich gut abschätzen kann. Hätte ich fast geschafft, na egal. Man kann sich wirklich ungefähr, man lässt die Tasten, man lässt diese Flugtaste bzw. die Sprungtaste lässt man gedrückt und man kann dann in diesem Moment wirklich eine punktgenaue Landung machen. Ist zwar ein bisschen eigenartig präsentiert, aber es funktioniert wirklich. So. Ach so, jetzt wollte ich euch noch sagen, warum das hier meine Lieblingswelt ist. Es liegt einfach daran, hier sind überall große Sachen. Warum mache ich große Sachen? Ich weiß es nicht. Gut, ich bin vielleicht... Na, okay, ich bin knappe 1,75. Seid ihr auch nicht schon sehr klein. Und ja, auch damals zu bei One Piece. Ich bin ja eigentlich ganz großer One Piece-Fan, hab's aber auch schon lange nicht mehr geguckt. Muss ich echt mal wieder machen. Habe ich ganz gerne Little Garden gemacht. Diese Insel mit den Riesen, mit den mit Boogie und Woogie. Ich fand die schon sehr, sehr toll. Wow. Junge, chill! Ja, es ist halt sehr, sehr toll gemacht worden. Auch diese Welt schon. Obwohl das hier schon eher mein Fall ist, weil Super Mario 3 ist ja schon ein bisschen älter. So, immer hier schön gleiten. Da kann nichts passieren. Hier finde ich zum Beispiel auch relativ positiv, wenn man einen Tanuki-Schwanz hat. Weil man kann hier wirklich ein bisschen besser gleiten und... Wow. Oh, der Sprung war kacke. Der Sprung war richtig kacke platziert gerade. Habt ihr sie gesehen? Egal. Auf jeden Fall kann man, wie gesagt, hier ein bisschen besser, weil die Abgründe ziemlich hoch sind. Sonst müsste man Mario im normalen Modus ziemlich viel abschätzen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich finde aber das Level-Design auch schon sehr cool. Aber das war halt schon immer so mein Problem mit Super Mario. Ich mochte immer die Level-Designs. Ich glaube, in irgendeinem Mario hat mir das Level-Design nicht gewählt. Aber ich glaube, das wird nicht Mario. Ah, das war Mario is Missing. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, das Spiel. Aber wenn man Langeweile hatte, konnte man es echt in einem Tag durchspielen. Also, es war nicht wirklich berauschend. Ich empfehle es auch nicht wirklich. Aber es ist nicht mal, es ist meine Entscheidung. Wenn ihr sagt, das Spiel ist gut... Nein, ich Idiot. Dann ist es eure Meinung, die muss ich respektieren. Kann auch nichts anderes dagegen machen, als in dem Moment zu respektieren. Oder wegzuskillen. So. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe natürlich jetzt so einen Lack gehabt, dass ich natürlich das falsche Item gewählt habe. Obwohl, die gibt es so. Eine Feuerblume! Ja, das war unsere Feuerblume. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man hier hoch? Hier gibt es nämlich Invisible Blocks. Na egal. Das ist aber auch eine kleine Abkürzung. Sonst müsste man, glaube ich, einen ziemlich schwierigen Part abbiegen. Ich glaube aber, da gab es immer noch eine Feuerblume. Die will ich aber haben. Oder will ich die Feuerblume haben? Will ich die Feuerblume? Nein, die will ich nicht. Zack. Oh, der ist richtig genial geflogen. Habt ihr das gesehen, Leute? Hopp! Und hoppa! Besiegt. Diese kleinen Gegner finde ich bis heute noch ziemlich einfach gehalten. So. Ab in Raum 4. Ich fand die Musik von diesen Wasserleveln bis heute noch ziemlich genial. Es gibt kaum Super Mario, es gibt nur ein Super Mario, wo ich es wirklich geliebt habe. Das ist wirklich auch ein Super Mario World, Super Mario 3D Land. Die Musik ist da so göttlich. Was in einem Wasserlevel. Oh. Man kann sich zwar immer noch scheiße bewegen, aber es ist halt Wasserlevel. Und Wasserlevel haben immer so was Beruhigenderes. Und ja, sie sind einfach toll. Nein! Nein, nein, nein! Wow, Lakito, bleib mal ganz chill da oben. Wie gesagt, aber die einzigen Wasserlevel, die ich bis heute noch liebe, sind
in Donkey Kong Country 3. Sie sind einfach toll. Alleine der Soundtrack. Er ist unvorstellbar schön. Ich werde demnächst... beziehungsweise ich bin höchstwahrscheinlich auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Falls ihr mich auf der Leipziger Buchmesse sehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich einige wollen. Es ist eure Entscheidung in dem Moment. Aber es würde mich ganz ehrlich gesagt auch freuen, weil dann kann man nämlich sich mit Kritik auseinandersetzen und natürlich dann auch noch vieles mehr. Also über Spielerisches, über das Let's Play Verhalten von mir und was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Würde mich schon ganz ehrlich gesagt freuen. Es werden, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber es werden wahrscheinlich Videos dazu kommen. Aber die Garantie dazu liegt bei 99,8%, dass ich es wirklich machen werde. Beziehungsweise nicht machen werde. Aber man könnte sich schon darauf gefasst machen. Wow! Das könnte, wie gesagt, passieren. Jetzt kommt natürlich das Level. Na, das war klar, dass der Kinder nicht schossen kommt. Egal. Nochmal rein. Wie gesagt, ich arbeite sie jetzt chronologisch ab. Ich mache das eigentlich sonst nie, weil sonst gehe ich gleich hoch in 5, 6. 4, 6, Entschuldigung. Minute habe ich noch. Natürlich fehle ich jetzt ein bisschen, na, ist aber auch egal. Nein! Ha! Klatsch, klatsch! Was ist denn jetzt los? Okay, einen Versuch mache ich noch, dann beende ich wirklich diesen Part. Also ich muss dazu sagen, jetzt haben wir wieder gut aufgeholt, also... Oh! Nochmal, wirklich jetzt noch diesen letzten einen Versuch. Ich mache das jetzt ganz anders. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt! So liegt! So ein bisschen ein auf... Der müsste wieder da sein. Wie spawnt der nicht? Nö, aber der kommt runter. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn der runterkommt. Hopp. Klatsch. Klatsch. Gruß, gruß, gruß. Hopp. Hopp. Ach, Mann. Ja, wenn man wieder groß halt. Ist ja auch egal. Obwohl ich schon die Zeit ein bisschen überschritten hab. Hopp. Ey, das war komisch. Mann, da oben. Ich glaube, aber da oben gab es einen Mann. Muss kommen. Hopp, hopp. Ich glaube, hier oben gab es aber auch Tanuki-Anzug. Genau. Der Tanuki-Anzug. So. Jetzt müssen wir eilen, weil ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit. Was der Tanuki-Anzug alles drauf hat, sage ich euch im nächsten Part. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, ganz schnell jetzt ins Ziel. Und dann haben wir es auch geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Mario 3. Ja, Super Mario Bros. 3. Bis dahin. Ciao.